Blockchain, Bitcoin und Co., wie das Prinzip der Kryptowährungen funktioniert. Ernährung beim Lernen, warum Kaffee und Pizza nicht die Lösung sind. Mehr als eine gute Story, mit der Five-Shot-Coverage spannende Bilder drehen. Du brauchst Tipps und Tricks, um etwas Neues zu lernen? Kein Problem, denn dafür gibt es ja zahlreiche Erklärvideos auf YouTube. Keine passende Antwort gefunden? Dann frag doch mal bei Vogel nach, der Wissensplattform von Studierenden der Hochschule Furtwangen. Zum Beispiel zum Thema Kryptowährung. Was hat es mit diesen Blockchains auf sich? Wie funktioniert Kryptowährung? Und wie kann ich mit Bitcoins einkaufen? Bitcoin, Ether, Blockchain, Kryptowährungen. Diese Begriffe hören wir immer häufiger in den Nachrichten. Wie die Blockchain-Technologie funktioniert, zeigen wir euch an einem Beispiel. Zwei Personen irgendwo auf der Welt möchten handeln. Der Käufer möchte vom Verkäufer etwas kaufen. Doch wie weiß der Käufer, dass der Verkäufer das Geld bekommen hat? Und woher weiß der Verkäufer, dass das Geld geschickt wurde und er die Ware versenden muss? Damit das funktioniert, müssen die Handelspartner einander vertrauen. Und genau hier liegt das Problem. Deshalb wurde ein Vermittler geschaffen, in unserem Fall die Bank. Beide Handelspartner vertrauen ihr. Der Käufer überweist das Geld an die Bank und die informiert den Verkäufer über den Kontostand, dass das Geld angekommen ist. Für die Transaktion behält die Bank einen Teil des Geldes, zum Beispiel in Form von Bearbeitungs- oder Kontoführungsgebühren. Was ist aber, wenn der Vermittler unverhältnismäßig hohe Gebühren verlangt oder gar ganze Konten einfriert? So geschehen beim Online-Zahlungsportal PayPal. Im Jahr 2010 fror PayPal zum Beispiel das Spendenkonto der Enthüllungsplattform WikiLeaks ein. Mit der Blockchain-Technologie kann der Vermittler umgangen werden. Die digitale Währung Bitcoin ist zurzeit das bekannteste Beispiel. Die Transaktionen folgen dem sogenannten Open-Ledger-Prinzip. An die Stelle der Bank tritt ein Verzeichnis, in das alle Transaktionen einer digitalen Währung eingetragen werden. Eine Art Buchführungskonto also. Möchte ein Käufer Geld an einen Verkäufer überweisen, erfolgt ein entsprechender Eintrag im Ledger. Das Verzeichnis liegt bei jedem Nutzer vor. Alle Nutzer haben also eine Kopie des gleichen Verzeichnisses. Für eine Transaktion stellt der Nutzer über eine Software einen Antrag im entsprechenden Netzwerk. Dieser Antrag für eine Transaktion kann wie ein mathematisches Problem verstanden werden. Der Computer im Netzwerk, der dieses Problem zuerst löst, nimmt den Eintrag in das Verzeichnis vor. Alle anderen Knotenpunkte übernehmen diese Transaktion in ihr Verzeichnis, sobald diese abgeschlossen ist. Dieser Rechenvorgang wird auch Mining genannt. Die meisten Kryptowährungen bauen auf Basis dieser Technologie auf. Trotzdem ist jede Währung anders. Sie unterscheiden sich beispielsweise in der Transaktionsgeschwindigkeit. Beim Bitcoin kann diese bis zu 24 Stunden dauern. Ganz einfach ist es allerdings nicht, sich Bit- oder Altcoins, sogenannte alternative Coins, zuzulegen. Der einfachste Weg führt über eine Kryptobörse. Bei Coinbase zum Beispiel kann man die gängigsten digitalen Währungen kaufen. Die eigenen Coins können dann auf Altcoin-Börsen gegen weniger verbreitete Währungen getauscht werden. So vielversprechend sich die Technologie auch anhört, so risikoreich ist die Anlage in Kryptowährungen. Immer wieder kommt es zu drastischen Hoch und Tiefs auf dem Markt. Viele Banken raten daher ab, zu investieren. Fühlst du dich auch so schlapp während der Prüfungszeit? Das kann am Lernen liegen, das kann aber auch ganz andere Ursachen haben. Zum Beispiel deine Ernährung. Die Kollegen von UniTV Freiburg zeigen dir wissenschaftlich fundiert, dass Kaffee und Zucker keine Lösung sind. Mal ehrlich, während der Klausurenphase haben wir oft andere Dinge im Kopf als eine gesunde und ausgewogene Ernährung. So greifen wir in stressigen Zeiten oft zu schnellen Gerichten und Nervennahrung. Obst und Gemüse kommen dabei oft zu kurz. Doch welche Lebensmittel sind jetzt besonders gut für unseren Körper und vor allen Dingen für unser Gehirn? Natürlich schreit jetzt alles nach Koffein und Zucker. Aber Zucker ist nicht gleich Zucker. Da gibt's den Einfachzucker. Wie der Name sagt, eine simple Angelegenheit, die uns für kurze Zeit mit Energie versorgt. Nach nur 10 Minuten vergeht die Wirkung und meist fühlt man sich danach noch schlapper als zuvor. Die Lösung: Mehrfachzucker, also komplexe Kohlenhydrate. Mit ihnen kann die Energie bis zu 2 Stunden anhalten. Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte sind da die richtigen Ansprechpartner. Obst und Gemüse sind natürlich auch nicht zu verachten. Es geht in Fragen der Ernährung ja grundsätzlich um die Ausgewogenheit. Aufpassen sollte man bei schwer verdaulicher Nahrung, denn gerade fettige und stark gewürzte Gerichte
können unter Umständen zu Flatulenzen führen. Und wie war das jetzt gleich mit dem Koffein? Nach dem Genuss braucht es knapp 30 Minuten Geduld, bis die Wirkung in unserem Körper ankommt. Wie jedes aufputschende Mittel gewöhnt sich unser Körper mit der Zeit auch daran. Und mal ehrlich, Matcha, Mate und Konsorten sind doch eh viel hipper, oder? Aber Leute, das Wasser aus dem Wasserhahn tut es genauso. Bisschen Saft fürs Geschmäckle und fertig ist der ultimative Powerdrink. Und bei der nächsten Klausur kann gar nichts mehr schiefgehen. Ein gutes Thema verpackt in einer guten Story. Und wie wird das Ganze bebildert? Schließlich ist auch die Wahl des Bildausschnitts entscheidend. Die sogenannte Five-Shot-Coverage gilt als Arbeittechnik für optimale Bildgestaltung. Wie die funktioniert und welche Regeln es zu beachten gilt, das zeige ich euch jetzt. War schon ganz gut. Das machen wir doch mal. Hast du gemerkt, dass diese Szene in 5 verschiedenen Einstellungen gedreht wurde? Wir nennen das die Five-Shot-Coverage. Die Five-Shot-Coverage bedient sich der 5 Ws. Damit geben wir dem Zuschauer visuelle Informationen, die unsere Aussagen unterstützen. Der Zuschauer kann sich das Geschehene besser merken und die Szene wird abwechslungsreicher. Als erstes drehen wir die Handlung. In den allermeisten Fällen ist dies eine Halbtotale. Wir sind etwa 2 Meter entfernt und sehen, was der Protagonist macht. In unserer Szene sitzt Tufan in der Tonregie vor Monitoren. Er dreht an den Reglern und spricht mit jemandem. Halte mich da drin. Dies ist die wichtigste Einstellung. Ohne sie fehlt deiner Geschichte etwas. Danach drehen wir die Detailaufnahmen. Wir filmen mit den Füßen, heißt, wir gehen ganz nah an das Geschehen ran. Diese Einstellungen zeigen, wer daran beteiligt ist und wie etwas gemacht wird. Zum Beispiel die Hand, die einen Knopf drückt, oder die Gesichter der Protagonisten. 50% deiner Bilder sollten Aufnahmen von Details sein. Sie machen dein Video emotional. Jetzt müssen wir dem Zuschauer noch sagen, wo die Szene spielt. Dazu treten wir etwas zurück und nehmen eine Totale auf. Unsere letzte Einstellung nennt sich der Wow-Effekt oder die Überraschende. Hier kannst du dich kreativ entfalten, ob Untersicht oder Aufsicht oder irgendeine andere ungewöhnliche Perspektive. Alles ist erlaubt, solange es am Ende funktioniert und gut aussieht. Jetzt hast du alle Aufnahmen für deine Szene. In welcher Reihenfolge du sie dabei schneidest, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass der Schnitt gut aussieht und stimmig ist. Und um das zu erreichen, halten wir uns an die 10-Sekunden-Regel. Wir nehmen jede Einstellung ca. 10 Sekunden lang auf. Damit haben wir die Sicherheit, dass der Cutter flexibel schneiden kann und nicht gezwungen ist, verwackelte Aufnahmen zu nehmen. Grundsätzlich gilt Folgendes. Für jede Szene in deinem Video folgst du dieser Anleitung. Was passiert? Wir zeigen die Handlung in einer Halbtotalen. Wie passiert es und wer handelt? Das klären wir mit vielen Groß- und Nahaufnahmen. Mit der Totalen geben wir dem Zuschauer Orientierung. Der Wow-Effekt gibt deinem Video das besondere Etwas. Bevor wir zur nächsten Szene übergehen, lassen wir noch unseren Protagonisten zu Wort kommen. Der sogenannte O-Ton, also Originalton, ist ein Ausschnitt eines kurzen Interviews. Dazu stellen wir nur wenige Fragen, mit denen wir emotionale Antworten bekommen. Zum Beispiel Anekdoten, sein Expertenwissen oder auch einfach nur seine Meinung. In der Regel drehen wir das Interview in einer nahen oder halbnahen Einstellung. Der Interviewpartner schaut dabei nicht direkt in die Kamera, sondern knapp daran vorbei. Dafür wird die Kamera direkt auf Tufans Augenhöhe positioniert. Ich selbst befinde mich auch auf Tufans Augenhöhe und sitze neben der Kamera. Das Interview soll später ein kurzes Gespräch sein, bei dem wir uns beide in die Augen schauen.
Wo der Interviewer sitzt, hängt vom ausgewählten Bildausschnitt ab. Dabei schaut die Nase ins Bild und die Augen sind frontal zu sehen. Dadurch entsteht der Eindruck, dass der Interviewpartner direkt zum Zuschauer spricht. Dann kann es ja losgehen. Wie waren dann die Aufnahmen? Das war schon ganz gut. Das nächste Mal drücke ich auf die Aufnahmetaste. Wie heißt es so schön, Wissen ist Macht. Also immer schön neugierig bleiben. Das war's mit dem Hashtag GoodToKnow für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.